machen. Wie ist hier? Okay, da habe ich das. Das ist Klamm. Wo ist Klammer ja, zu? Ja, da ist Klammer zu. Das Tastatur-Layout. Und wo ist jetzt ein Smiley-Punkt-Ding ins Moment? Doppelpunkt! Ich will einen Doppelpunkt. Da habe ich ihn. Don't go in, Zombie. Ich habe keine Lust, jetzt zurückzugehen, damit ich noch ein Komma mache vor Zombie. Close. Hooray! So. Was machen wir nun? Ja, stimmt. Etagen. Wir brauchen danach noch eine, ne? Jo. Vielleicht okay, dann. Zwei? Wir werden es nachher noch weiter nach rechts oder links ausbauen, je nachdem, wenn die ganze Erde da weg ist. What the fuck? Ja, das Haus muss wirklich riesig sein. Teilweise gibt es auch fliegende Inseln. Das heißt, wir müssen nachher ganz, ganz hoch bauen und dann irgendwie nach links und rechts. Dann gibt es okay. da so Schätze, womit wir zum Beispiel höher springen können, solche Sachen. Wieso hast du da einen Block hingeplaced? Der war, damit ich oben die Holzdecke wieder rausmachen kann. Okay. Jetzt ein bisschen ein... Oh, die Wood-Plattformen, die sind nicht ganz in der Mitte, oder? Egal. Knick in der Optik. Ich glaube, Gronk würde das popetrisch nennen. So was? Popetrisch. Ist ein, ist, glaube ich, das Gegenteil für symmetrisch bei ihm und bedeutet so viel wie, sieht total kacke aus. Okay. Aber ich finde gar nicht, dass es so extrem kacke aussieht. Aua. Gut gemacht. Danke für das Geld übrigens, ne? Hey, geh kacken bitte. Ja. Ich hab dir kein Geld geschenkt. Was meins? Nee, das ist noch von vorhin. Okay. So, ich hab eine Idee. Ich mach da vor dem Haus ein bisschen Terraforming und pflanze ein paar Bäume. Weil Holz brauchen wir jetzt wieder. Ich hab nämlich kein Holz mehr. Ah, dann geh hier nach links. Oben nach links, okay. Und da wird dann unsere Plantage sein. Können wir gern machen. Ja. Viel Spaß. Ich schaff das. Geronimo! Stirb! Ich nehme den linken. Stirb. Wir haben unsere... wie viel der Etage? Zurückerobert! Yay! Wow. Ich habe keine Holzplattform. Mach du mal da bitte hin. Viel Spaß. Oh. Egal. Ich mach noch die Plantage. Ich krieg das noch hin. Ich hab grüne Haare. Nichts dagegen, wenn ich zubaue, oder? Nö. Ich hüpfe einfach an der Seite runter und sterb dadurch. Ja, das ist natürlich vorteilhaft. So, ich kann hier einfach Bäume hinpflanzen. Ey, blauer Schleim. Nicht angreifen. Ja, du musst vorher Wie viele Bäume kann ich pflanzen? Da wegmachen. Wie nah kann ich die Bäume aneinander bauen? Theoretisch direkt nebeneinander, aber ob die wachsen werden, ist eine andere Frage. Ich baue sie einfach mal mit Abstand erstmal. Da wächst sofort Gras nachdem ich sie weggehauen habe. Was soll denn das? Unkraut jäten mit einem Schwert. Da noch ein Baum und da noch ein Baum. Und nun holze ich noch ein bisschen Holz. ja. Stirb, Schleim. Sollte sich vielleicht ein wenig beeilen? Nee. Sonst wird's ungemütlich. Sonst kommen wieder die ganzen Augen an. Das wird schon passen. Das wird schon passen. Stirb, Blue Slime. Ich hau hier einfach nur Schleim um für Gel und sowas. Und für Erfahrungspunkte, die es eigentlich gar nicht gibt. Das ist ein roter Schleim, was bringt der? Gar nichts. Also die bringen alles dasselbe, aber die sind stärker. WTF, hier kommen viel zu viele Schleime. Das solltest du mal sehen, hier sind mindestens 5 Schleime. Ja, das habe ich vorhin auch erlebt, deswegen bin ich auch ganze Zeit gestorben. Boah, ich krieg ja auch übelst viele Herzen dadurch. Was gleichbedeutend ist mit Leben. Fast wie ein Zelda. Hm? Komm, roter Schleim. Pinky, der hat 150 Leben, was zur Hölle? Ich bin der Schleimslayer. Hast du überhaupt schon einen Baum da gefällt oder bist du jetzt nur am Kämpfen? Ich habe schon Bäume gefällt, aber ich bin auch am Kämpfen. Ich komme mal zurück, sonst okay. ist das ganze Geld, was ich... Warte mal, ich muss definitiv noch... Hilfe! Wir müssen die Etage noch hier zubauen, bevor die Zombies kommen. Jetzt komm, eben. Wir brauchen eine Tür hier. Ah! Geh durch! Pinkes? Was zur Hölle?
Hab ich noch gar nicht gesehen. Sag doch Pink. 150 Live, das ist ja asozial. Sag ich doch. Ja, aber ich höre dir nicht zu. Das ist gemein. Wir haben die ultimative Slime-Farming-Taktik. Irgendwie müssen wir aber die Decke da rausbekommen. Ja, weil jetzt... Mal gucken, ob er durchkommt. Ich glaube schon. Ja. Der ist sehr intelligent. Pass auf, der springt. Oder auch nicht. Intelligente Zombies. Die weg, sind dumm. Weg. Ah. Sehr intelligent. Ja. Hey, Pinky. Die tanzen. Pinky ist rot, der ist nicht... Der ist nicht pink. So heißt der Pinky. Vorhin sah er noch pink aus. Also in meinen Augen ist der definitiv rot, oder? Ja, egal. Im Licht schon. Du wirst sehen in der Aufnahme. Der ist eindeutig rot. Eindeutig. Ja, habe ich ja vorhin auch gesehen. Ja. Jetzt redet er sich wieder raus. Ja. Pinky. Hey, der hat immer noch 30 Leben. Ich will wissen, was der droppt. Ah, merke, Zombies können von oben runter springen. Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Das ist schmerzhaft. Ich hab mich aber, wieso von oben keine mehr kommen. Ich muss Pinky nur noch 6-mal treffen, dann ist er tot. Aber sie können wohl nicht hochspringen durch die Plattform. Das ist aber gut, das ist witzig. Rechnen. Ja, ich weiß, ich bin richtig gut, richtig extrem gut im Kopfrechnen. Stirb, Pinky! Double kill. Hau sie um. Du hast auch gerade 20 HP bekommen. Ja, die droppen Herzen. Manchmal. Komm, Pinky! Pinky! Wie oft noch? Einmal! Ich will wissen, was er droppt. Epische Beute! Das Schleimschwert! Ah ja, Zombies können auch Bomben droppen, ne? Nur so nebenbei. Ich glaube, der hat gerade überhaupt nichts Gutes gedroppt. Warte mal. Kannst du Escape drücken und gucken. Was machst du denn da mit der Decke? Was? Da kommt gleich noch eine Etage mit einer Tür drauf. Ah, okay, ja dann. Ja, gut. Was machst du denn da? Da kommt noch eine Etage drauf. Da kommen aber Zombies durch. Ja, okay. Ich versuche mal hier durchzukommen. Ach stimmt, da kann ich so gar nicht durch. So, ich baue oben mal die nächste Etage. Unser Haus liegt. Unser Haus? Ja. Da kommen irgendwie Zombies raus und rein, wie denen passt. Zombie-Hotel. So sieht's gerade wirklich aus. Ach, verdammt, uns fehlt Holz. Also ich habe noch genug Holz. Also ich tue hier definitiv zubauen, oben. Also provisorisch ein bisschen Holz reinhämmern, sodass... dass die Penner-Zombies da nicht durchkommen. Stirb! Ja, du schaffst das schon. Für die Kraft meines Holzschwertes! Ich mach die Tür auf. Stirbt! Lenk sie ab, ich mach so lange oben weiter. Das mache ich, keine Angst. Oh, fuck. Ich bin gleich tot. Ja, nicht gut. Ich bin ja da, um das... Triple Kill! So, ich brauch definitiv Pilze. Hast du Pilze? Ja. Ich hab noch genau 1 HP von 100. Gib mal her. Hurra! Warte mal, wo hab ich die jetzt? Pilz. Oh mein Gott, Auge! Geh runter! Uff. Das war knapp. Was war das denn für ein Lag? Ich hab keinen Lag. Ja, okay, ich hau's dir auch. Warte, ich helf dir, Hintergrund zu bauen. Ne, Hintergrund habe ich dir alles gegeben. Sollen wir hier oben wirklich jetzt schon eine Tür hinbauen? Nein, jetzt nicht. Ja. Lass dann mal Doppeltüren bauen. Stimmt, das können wir machen, Doppeltür. Doppel? Dann kommen die Zombies vielleicht nicht so einfach rein. Ach so, so eine Schleuse oder was? Ja, so eine Art. Außerdem könnten wir unten mal auch die Tür auf die Bodenebene setzen. Oder kann man dir Treppen bauen? Nein. Dann können wir es vielleicht wirklich auf die Bodenebene setzen. Oh, ich kann einen Ofen machen. Ja, wäre ganz praktisch vielleicht, ich habe noch Eisenerz. Am besten direkt daneben placen, damit wir einfach nur
so hinstellen können. Amboss dann auf die andere Seite, oder oh, wie? Oh, ich kann hier Dingens Kupfer einschmelzen. Ich auch. Copper Bar kann ich mir 5 Stück machen. Und Iron Bar kann ich mir... Wie gut, dass ich jetzt meine ganzen Rohstoffe aus Versehen verschwendet habe. Du hast jetzt einen Ofen im Inventar. Egal. Oh, cool. Ja. Ja. Halb so wild. Können die Zombies die Tür kaputt machen? Nö. Die tun nur so. Ah, okay. Die wollen soll ich noch einen Amboss schnell hinstellen? Ja, wenn du einen machen kannst, ist es ja perfekt. Okay. Sekunde. Dahin. Hier nebendran, wo ich gerade stehe? Jo. Okay. Ich kann mir ein Eisenschwert machen. Ich nicht, mir fehlt dafür noch ein bisschen Eisen. Ich habe nur 2 Eisen. Ja, ich hab genau 9 habe ich jetzt. Und 9 brauchst du auch fürs Schwert? Nee, 8. Jetzt habe ich noch einen übrig. Ja, dann hau mal die Zombies weg. Go, go. Ja, das bringt einen Damage mehr, ich meine. Dann mach's nicht. Ja, zu spät. Ah, du verschwendest unsere Materialien. Das war mein Kupfer. Kannst aber ein bisschen schneller hauen, kann das sein? Ja, stimmt. Das bietet mir das nicht. Doch nicht verschwendet. Du hast ein Kupferschwert gemacht, oder was? Ja, ja. Ah, ich dachte, du hast ein Eisenschwert gemacht. Nee, Eisen habe ich noch gar nicht. Ja, weil ich habe nur noch 2 Eisenbarren. Sollen wir mal in die Mine gehen jetzt? Was? Von wo hast du Eisen? Aus der Mine. Haben wir doch so. Eisenerz gefunden. Ja, stimmt. Du hast es gefunden. Na, ich mach mal oben die Etage weiter. Okay. Ist das der Eisenerz? Tapezieren. Ich baue mal hier unten den Gang aus. Wie gut, dass ich kein Holz hab. Ich habe auch kein Holz mehr. Ich kann ja was vom Haus aufbauen. Ja, genau. Du hast doch einen Wunsch hier, unser Haus ruiniert. Ja. Zombies. Nicht meine Schuld. Ich bin nur hier unten. Hey! Penner! Du hast sie alle in einen Gang gelockt. Besuch. So, komm mal runter hier. Wohin gehen die? Stirbt! Wey, wir sind die cool. Zombie-Schlechter! Hab so das Gefühl, da kommt noch was von oben. Oh. Ich hab so das Gefühl, dass du recht hattest. Ja, ich auch. Ich denk mal, ich bleib hier einfach stehen. Ich denk mal, ich mach gleich erstmal die Tür zu. Ich muss mich nur schnell weggraben, bevor sie bei mir sind. Oh, ist gleich wieder Tag. Und ein Pilzmampfen. Wird wieder heller. Hooray. Du siehst mich gerade, glaube ich. Ja. Ah! Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Boden mit einem Röntgenblick durchzuschauen, sodass man sieht, wo überhaupt das ganze Zeug ist? Nein. Verdammt! Mit einer Fackel kannst du ein bisschen so die Sichtweite erweitern, ansonsten tagsüber siehst du halt ein bisschen mehr. Hier ist aber immer nur Holz. Stein. Ich glaube, wir müssen unseren Schacht einfach mal tiefer machen, oder? Wäre eine Möglichkeit, ja. Wir müssen auch viel tiefer. Ich mache hinten dann mal auch so einen provisorischen Ausgang, ne? Da können wir auch noch so eine Tür hinklatschen, oder? Jo. Ist besser wegen dem Spawnpunkt, da müssen wir nicht immer hierher jumpen. Am besten wäre, wenn du noch weiter hier drunter hergräbst. Okay. Oder dann, ja, wohl eine Plattform. Nee. Mach mir dann da gleich eine Dreckdecke hin. Ach, es ist wieder Tag. Musik für Tag fängt an. Ja, da kommen auch schon alle Schleime wieder. Immer diese nervigen Schleime. So eine Dreckdecke bauen. Hier Eisenerz? Ne, das ist auch nur Stein, verdammt. Hooray! Was machst du gerade? Ich grab tiefer. So, so! Aber hier ist gar nichts, absolut gar nichts, außer Erde. Ja, aber ich glaube, passt sich in meine...